Am 28. September des Vorjahres startete die Wildbach- und Lawinenverbauung die Bauarbeiten für das Schutzprojekt Griesbach in Erpfendorf. Für das Großprojekt wurden 13,8 Millionen Euro Kosten ministeriell genehmigt. Diese teilen sich Bund 60%, Land Tirol 20%, Gemeinde Kirchdorf 18% sowie Landesstraßenverwaltung und Großaachen-Genossenschaft jeweils 1%. Die Verbauung stand bereits seit längerem auf der Wunschliste der Gemeinde. 2018 wurde das Projekt schließlich auf den Weg gebracht. Das Einzugsgebiet des Griesbaches erstreckt sich samt dem Moratalbach auf die Gemeindegebiete Weidring und Kirchdorf. Es reicht vom Markkogel und der Steinplatte im Norden bis zum Kirchberg im Süden. Der Griesbach quert die B178 und mündet in die Großache. Bearbeitet werden nun das Hauptgerinne einschließlich des Mündungsbereiches Waldbach mit einer Fläche von knapp 13 Quadratkilometern. Mehr dazu in Ihrem Bezirksblatt Kitzbühel und auf meinbezirk.at.